Hallo und guten Tag. In diesem Video werde ich Ihnen die Konfiguration der OpenSense als Hochverfügbarkeitscluster zeigen. Mein Name ist Ralf Spenneberg und ich bin von der Open Source Security GmbH. Wir machen OpenSense Beratung und Entwicklung und unterstützen Kunden beim Einsatz der OpenSense. Im Einzelnen geht es in diesem Video darum, wie ich zwei OpenSense Firewalls zunächst einmal konfiguriere, wie ich dann die Hochverfügbarkeit konfiguriere, das Setup entsprechend testen kann und später auch Updates der OpenSense durchführen kann und dafür die OpenSense im Zweifelsfall auch in den Maintenance-Mode versetzen muss. Das Setup, welches wir uns anschauen wollen, ist das folgende. Wir haben zwei OpenSense Firewalls, die mittels PFSync-Interface ihre Firewall-Zustände synchronisieren sollen. Jeder hat einen Anschluss im LAN. Die eine die 1.10, die andere die 1.20 als IP-Adresse. Extern haben wir zwei Warnschnittstellen. Die eine hat die 15.3, die andere hat die 15.4, beide in einem 29er-Netz. Darüber sind sie mit einem Router verbunden. Und jeweils auf der externen, auf der Warnseite als auch auf der LAN-Seite werden wir eine CAP-Adresse haben, die dann die Hochverfügbarkeit realisieren soll. Das heißt, diese IP-Adresse wird zwischen den beiden Firewall-Systemen schwenken, wenn die primäre Firewall eben ausfällt. Dazu werden die beiden Firewall-Systeme sich gegenseitig überwachen in zwei Multicast-Gruppen und sicherstellen, dass die entsprechende CAP-IP-Adresse eben bereitgestellt wird. Dies wird die OpenSense 1. Zunächst einmal stellen wir die Netzwerkkarten um auf die richtigen IP-Adressen. Wir fangen mit der Warnkarte an. Die Warnkarte wird umgestellt auf statische IPv4-Adresse. IPv6 wird abgeschaltet und wir konfigurieren die entsprechende Netzwerkadresse auf die gewünschte IP-Adresse 172.38.15.3 mit einer Netzmaske 29. Gleichzeitig konfigurieren wir das Gateway. Es wird das Default Gateway und es soll WarnGW heißen und die IP-Adresse ist 172.38.15.1 und wir speichern das Ganze ab. Wählen das Interface jetzt noch aus und speichern das ab. Sagen Apply Changes. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann sollten die NAT-Regeln bestehen bleiben. Unter Umständen, wenn man das Gateway nicht richtig auswählt, kann es sein, dass die automatischen NAT-Regeln nicht mehr generiert werden, weil das System nicht weiß, wo das Default Gateway ist. Nun gehen wir zur LAN-Karte. Die LAN-Karte stellen wir auf statische IPv4-Adresse und wir geben ihr die 10 am Ende. In dem Moment, wo wir jetzt natürlich die Änderungen anwenden, wird die Verbindung zu OpenSense unterbrochen werden, weil wir uns momentan ja mit der 1.1 verbinden. Ich ändere hier oben schon mal im Browser die IP-Adresse, damit wir uns mit der 10 verbinden. Der 9. IP-Adresse der OpenSense 1. So, nun brauchen wir als drittes noch unsere PFSync-Karte. Die dritte Karte ist bereits eingebaut in dem Gerät. Wir nennen sie PFSync und wir fügen sie hinzu, assignen sie also und dann gehen wir zu der Karte und enablen diese Karte und stellen sicher, dass diese Karte eine statische IPv4-Adresse bekommt und die PFSync-Karte in der OpenSense 1 bekommt die 10.0.1.1/24. Wir applyen die Änderungen wieder. Und nun fehlt es noch, den Namen dieser OpenSense zu ändern, damit wir immer sehen können, dass wir uns auf der OpenSense 1 befinden. In System, General
und dort kann ich den Rechnernamen ändern. Und auch die Zeitzone ändern. Das wäre normalerweise Einstellung, die man auch während des Wizards direkt nach der Installation vornehmen könnte. Safe. Damit ist unsere OpenSense 1 fertig konfiguriert. Die OpenSense 2 wird identisch konfiguriert. Dies ist die OpenSense 2. Sie ist im Grunde identisch konfiguriert. Es sind die beiden Netzwerkkarten eingerichtet mit ihren entsprechenden IP-Adressen. Das WAN-Gateway ist eingerichtet. Und wenn das auf dem Client-System, das Gateway entsprechend auf die physische LAN-Adresse gesetzt wird, kann auch gepingt werden. Das schauen wir uns kurz einmal an. Also ein Ping ins Internet funktioniert vom Client, wenn eben das entsprechende Gateway korrekt gesetzt ist. So, ich bin jetzt hier auf meiner OpenSense 1. Damit später die Kommunikation im Cluster ohne Probleme funktioniert, gehe ich noch in meine Firewall und konfiguriere von meinem PFSync-Interface, dass dort sämtliche Pakete eingehend erlaubt werden. Das mache ich auf beiden Firewalls und dann teste ich tatsächlich die Erreichbarkeit der anderen Firewall über PFSync. Ich füge also hier eine Regel hinzu, in der ich eben auf dem PFSync-Interface alles erlaube, uneingeschränkt. Apply Changes. Die identische Regel habe ich auch auf der OpenSense 2 eingetragen. Nun gehe ich zu meinen Netzwerkkarten in die Diagnostics und kann dort prüfen, ob ich die andere OpenSense erreichen kann. Ich bin auf der OpenSense 1 und versuche die 2 jetzt anzupingen von der PFSync-Karte aus. Und wir sehen, das funktioniert. Eine der beiden OpenSense-Geräte muss nun das Mastergerät werden. Ich wähle die OpenSense 1 aus mit der 10.1.10, also mit der 192.1.10. Und auf dem Gerät konfigurieren wir nun unsere virtuellen IP-Adressen. Das heißt, ich befinde mich schon im Menü Interfaces und dort gibt es den Punkt Virtual IPs. Den rufe ich auf und dort füge ich nun die virtuellen IP-Adressen hinzu. Zunächst die virtuelle IP-Adresse für die WAN-Seite. Auf der WAN-Seite möchte ich eine CARP-Adresse haben. Und die IP-Adresse, die ich auf der WAN-Seite haben möchte, ist die 172.38.15.2 mit einer Netzmaske 29. Um die CARP-Adresse zu schützen, um den Multicast-Verkehr zu schützen, gebe ich hier ein Kennwort an. Und dieses Kennwort muss ich auf der zweiten OpenSense dann eben identisch sein. Das wird genutzt, um dann eben hier die Multicast-Gruppe zu schützen. Ich wähle eine ID aus für die Multicast-Gruppe und gebe dem Ganzen eine Beschreibung, WAN-VIP, und speichere die Adresse ab. Dasselbe mache ich nun für die LAN-Karte und auch da konfiguriere ich jetzt eine CARP-Adresse. Da verwende ich die 192.1.1.24. Und auch da wähle ich ein Kennwort und als Gruppennummer wähle ich dort die 2. Und das ist dann meine LAN-VIP. Anschließend apply ich die Änderung, also wende die Änderung an. Diese virtuellen IP-Adressen sollte ich nun auch schon anpingen können. Das heißt, ich sollte die 192.168.1.1 anpingen können und ich sollte die
72, 38, 15, 2 anpingen können. Und wie wir sehen, funktioniert das. Nun wollen wir, dass unser ausgehender Verkehr durch die Firewalls nicht mehr auf die physischen Adressen genattet wird, unserer Warnkarte, sondern natürlich auf die virtuelle VIP-Adresse, die im Zweifelsfall ja zwischen den beiden Firewalls auch schwenkt, damit eben bei Ausfall einer Firewall die genatteten Verbindungen dann von der zweiten Firewall auch weiterhin aufrechterhalten werden können. Hierfür wechseln wir in das Firewall-Menü, in das NAT-Menü und dort müssen wir tatsächlich jetzt auf die automatische NAT-Regelgenerierung verzichten und eine manuelle NAT-Regelgeneration einschalten und dann tatsächlich unsere eigene NAT-Regel konfigurieren und sagen, dass die Sachen, die eben über das Warninterface unser System verlassen wollen und aus dem LAN-Net kommen, eben dann nicht mehr auf die Interface-Adresse genattet werden sollen, sondern tatsächlich auf die WAN-VIP genattet werden sollen. Und wir speichern das Ganze ab. Wichtig ist, dass wenn wir später irgendwann mal die VIP-Adresse ändern sollten, wir diese Regel auch wieder anpassen müssen. Das WAN-VIP ist kein Alias in diesem Fall, der automatisch dann eben auch mitgeändert wird, sondern hier wird tatsächlich die NAT-Adresse explizit reingeschrieben. Das heißt, wenn wir später irgendwann mal die CARP-Adresse ändern sollten, müssen wir auch diese Regel anpassen. Wir wenden die Änderung an und die NAT-Regel ist entsprechend konfiguriert. Wenn wir DHCP für unsere Clients im LAN nutzen, sollten wir auch unseren DHCP-Server nun anpassen. Der DHCP-Server würde ja normalerweise die IP-Adressen verteilen und dabei eben als DNS-Server und als Gateway die physische IP-Adresse der OpenSense verteilen. Das wollen wir nun aber nicht. Wir wollen, dass als IP-Adresse für den DNS-Server und für das Gateway jetzt die LAN-VIP verwendet wird, damit eben bei einem Schwenk die entsprechenden Informationen auch auf der neuen Firewall vorhanden sind. Das heißt, wir wollen nicht jetzt, dass ein Client lernt, dass die 10 eben das Gateway ist und die 10 der DNS-Server ist, sondern wir wollen, dass die Clients lernen, dass die 1 als Gateway und als DNS-Server genutzt wird und welche OpenSense dann eben auch immer gerade die Rolle übernimmt, welche OpenSense also gerade die aktive Firewall ist, entscheiden dann die beiden OpenSense-Systeme. Und der Client spricht immer mit dem gerade aktiven OpenSense-System. Also tragen wir hier als DNS-Server die 192.168.1 ein und als Gateway eben auch die 192.168.1, unsere virtuelle LAN-IP-Adresse. Da wir später die zweite OpenSense auch in die Lage versetzen wollen, als DHCP-Server zu agieren, konfigurieren wir hier zusätzlich noch den Failover-Peer und tragen hier die IP-Adresse der zweiten OpenSense ein. Die Web-Oberfläche kümmert sich dann automatisch darum, dass diese beiden DHCP-Server als Failover-DHCP-Server konfiguriert werden mit einem entsprechenden Failover-Split und die beiden DHCP-Server eben dann gleichzeitig arbeiten können, gleichzeitig IP-Adressen austeilen können, darüber hinaus aber eben wissen, für welchen Bereich sie eben dann entsprechend zuständig sind. Und ich speichere die DHCP-Server-Konfiguration ab. Nun wollen wir die Hochverfügbarkeit konfigurieren. Dafür wechseln wir in das System-Menü. Dort gibt es den Punkt High Availability Settings. Und dort konfigurieren wir nun PFSync. Zunächst einmal wählen wir die Netzwerkkarte aus. Die Multicast-Adresse, die hier vorgeschlagen wird, können wir beibehalten. Und wir wählen eben das Synchronize States aus. Das führt dazu, dass die beiden OpenSense Firewalls nun ihre Firewall-Zustandstabellen untereinander synchronisieren. Das heißt, wenn die aktive Firewall eine Netzwerkverbindung lernt,
diese Netzwerkverbindung nattet, dann teilt sie dies eben der zweiten OpenSense mit, damit bei einem Wechsel, beim Ausfall der ersten, die zweite OpenSense diese bereits aufgebaute Netzwerkverbindung weiterhin eben filtern kann und die Pakete nicht verwerfen muss. Zusätzlich konfigurieren wir die Synchronisationskonfiguration und hier möchte ich natürlich sicherstellen, dass meine aktive OpenSense auch die sekundäre OpenSense erreichen kann, damit ich jetzt hier nicht auf dem LAN oder WAN-Interface entsprechende Firewall-Regeln konfigurieren muss, nutze ich auch hier die PFSync-Schnittstelle. Dort haben wir ja bereits eine Firewall-Regel hinterlegt, die eben sämtliche Verbindungen erlaubt auf beiden OpenSense-Systemen. Das heißt, ich sage, ich möchte meine OpenSense-Konfiguration synchronisieren mit der OpenSense 2 über das PFSync-Interface und das ist dann eben die entsprechende IP-Adresse, die ich dort wähle. Dann gebe ich dort noch den OpenSense-Administrator der zweiten OpenSense ein und eben das entsprechende Kennwort und kann hier jetzt im Weiteren auswählen, was ich synchronisieren möchte. Wahrscheinlich möchte man Benutzer und Gruppen synchronisieren, wenn man Authentifizierungsserver angelegt hat, auch die, wahrscheinlich auch die Zertifikate. In unserem Fall sicherlich den DHCP-Server. Wir benutzen kein DHCP-V4 Relay, kein DHCP-V6 Server, kein DHCP-V6 Relay. In unserem Fall auch die virtuellen IP-Adressen. Bei den virtuellen IP-Adressen ist es so, dass die automatisch synchronisiert werden auf die Backup OpenSense und dort die Backup OpenSense entsprechend konfiguriert wird, dass sie eine geringere Priorität hat. Wahrscheinlich wollen wir auch unsere Routen synchronisieren, möglicherweise Einstellungen zur Network Time, also NTP, möglicherweise Einstellungen zu den Cron Jobs. In den meisten Fällen macht es wahrscheinlich Sinn, eigentlich fast alles anzuwählen, was man hier anwählen kann. Für unseren Fall hier sind noch die Firewall-Regeln wichtig und das NAT wichtig, damit das synchronisiert wird. Wenn wir Gruppen, Schedules oder Kategorien verwenden, wollen wir natürlich auch die synchronisieren. Das Ganze hängt dann so ein wenig davon ab, welche Einstellungen oder welche Funktionen, welche Features ich auf der OpenSense verwende. Ich speichere das ab und kann jetzt hier auch direkt die Synchronisation bereits das erste Mal anstoßen. Damit die Zustandssynchronisation funktioniert, ist es wichtig, dass auch auf der zweiten OpenSense, also ich befinde mich jetzt auf der zweiten OpenSense, auf der 1.20, auch tatsächlich unter Hochverfügbarkeit-Settings das entsprechende PFSync-Interface ausgewählt ist und die Zustandssynchronisation der Zustände eben aktiviert wurde. Hier wird dann eben auch als PIP die Multicast-IP-Adresse einfach eingetragen. Darüber hinaus sollte hier unten aber bei der Konfigurationssynchronisation nichts eingetragen sein, weil wir nicht wünschen, dass Konfigurationseinstellungen von der sekundären Firewall eben auf die primäre übertragen werden. Bevor ich einen Reboot mache und damit sich die Systeme eben sauber neu initialisieren, habe ich mich bereits einmal auf der zweiten OpenSense angemeldet auf der 1.20 und habe einmal geprüft, ob die virtuellen IP-Adressen jetzt hier schon angekommen sind. Und wir können feststellen, ja, die virtuellen IP-Adressen sind hier auch hinterlegt worden, sind hier also jetzt vorhanden. Und jetzt wird auf beiden OpenSense im Grunde ein Reboot durchgeführt, damit sie eben sich sauber initialisieren. Und auch den Client werde ich einmal durchbooten, damit er per DHCP sich sauber seine Informationen dann holt. Um nun die Hochverfügbarkeit zu testen, bauen wir von unserem Client eine SSH-Verbindung zu einem System im Internet auf. Und sobald die Verbindung steht, können wir auf unserem primären System unter Firewall Diagnostics States die Verbindung
anzeigen lassen, die dort zum Port 22 aufgebaut worden sind. Wir sehen, da sind noch zwei abgebaute Verbindungen, ich hatte das eben schon einmal getestet, und eine jetzt aufgebaute Verbindung hier, die eben dort in der Zustandstabelle enthalten ist. Mit den NAT-Eingaben, dass also dort der entsprechende Client genattet werden soll auf die 15.2. Diese Verbindungen müssen jetzt auf der zweiten Firewall auch vorhanden sein, damit im Fehlerfall tatsächlich die Verbindung übernommen werden kann. Dafür wechseln wir auf die zweite Firewall, gehen dort auch in Firewall Diagnostic States und können dort eben gucken, ob wir dort eine Verbindung zu demselben Host sehen. Und wir sehen auch hier tatsächlich, dass die Verbindung bekannt ist mit exakt denselben Einstellungen, exakt denselben NAT-Informationen. Nun können wir hingehen und einfach mal auf der primären Firewall den Stecker ziehen. Ich mache das jetzt virtuell, indem ich eben auf der primären Firewall einfach sage, ich möchte die primäre Firewall herunterfahren. Ich kann gleich auch noch einmal zeigen, wie ich den Stecker ziehe. Ich fahre aber mal die primäre Firewall herunter, sage Yes. Das dauert jetzt ein paar Sekunden und dann verbinde ich mich wieder zu 1.1. Und wir sollten sehen, dass wir dann auf der zweiten Firewall sind. Und die SSH-Verbindung sollte weiter funktionieren. Schauen wir kurz. So, die SSH-Verbindung funktioniert noch, wie man sieht. Ich melde mich jetzt wieder an. Und wir können sehen, dass wir uns auf der zweiten Firewall befinden. Und wie gesagt, die SSH-Verbindung, die ich im Vorfeld aufgebaut habe, ist weiterhin funktionstüchtig. Dann starte ich jetzt die erste Firewall wieder und wir schauen, ob wir anschließend wieder auf der ersten Firewall sind. So, die SSH-Verbindung funktioniert weiterhin. Ich pinge einfach mal von dem System, mit dem ich mich verbunden habe, ins Internet. Und wir sehen, dass dort die Pings sauber übertragen werden über diese SSH-Verbindung. Das heißt, die SSH-Verbindung ist die ganze Zeit aktiv. Die erste Firewall ist wieder da. Ich mache einen Reload in meinem Webinterface. Wir sehen, dass ich mich erneut anmelden muss. Und wir sehen, ich befinde mich wieder auf der ersten Firewall. Und die SSH-Verbindung ist weiterhin aktiv. Das heißt, unabhängig davon, durch welche Firewall im Grunde die Verbindung gerade läuft, ist das Ganze die ganze Zeit funktionstüchtig. Die SSH-Verbindung ist funktionstüchtig. Wir haben eine ausfallsichere Firewall. Wie gehen wir nun mit Wartungen um? Sicherlich wird ab und zu mal ein Update für die OpenSense bereitgestellt werden, welches installiert werden muss. Wenn wir Update installieren müssen, dann verbinden wir uns tatsächlich über die physikalische IP-Adresse mit der Backup-Firewall und können hier im ersten Schritt unter Firmware entsprechende Updates einspielen und schauen, ob es eben potenziell neue Updates gibt. Aktuell gibt es bei mir keine Updates. Ich würde dann die Updates zunächst einmal auf der Backup-Firewall einspielen. Wenn die Updates auf dem Backup-System eingespielt worden sind, möchte ich die Updates auch auf meinem primären System einspielen. Dabei muss das primäre System natürlich laufen. Unsere OpenSense Hochverfügbarkeitskonfiguration arbeitet aber so, dass sobald das primäre System up ist, das primäre System auch tatsächlich das System ist, über welches die Verbindungen aufgebaut werden. Es übernimmt also immer wieder die Funktion des Masters. Wir müssen das primäre System jetzt am Laufen halten, also es muss laufen, und dennoch wollen wir, dass es nicht der Master wird. Und dafür gehen wir zu unseren virtuellen Netzwerkkarten, als virtuellen IP-Adressen, sorry, auf die Statusseite. Dort sehen wir, welchen Status das System gerade hat. Und hier können wir einen persistenten Card Maintenance Mode aufrufen. Das führt dazu, dass dieses System jetzt zum Backup-System wird, obwohl es läuft. Das zweite System zum Master-System wird. Wir können jetzt hier die Updates einspielen. Die Tatsache, dass es ein persistenter Card Maintenance Mode ist, bedeutet, dass es auch einen Reboot überstehen würde. Und wir können dann jetzt zunächst einmal testen, ob die
Migration der Dienste auf dem Backup-Knoten erfolgreich ist, dann spielen wir die Updates auf diesem System ein, auf unsere OpenSense 1 ein, rebooten diese, können dann den Carb Maintenance Mode wieder verlassen und dann übernimmt dieses System wieder die Masterrolle. Wie funktioniert nun die Synchronisation zwischen den beiden OpenSense-Installationen? Während viele andere Cluster die Synchronisation im Hintergrund automatisch durchführen, hat sich das OpenSense-Entwicklerteam dazu entschieden, die Synchronisation nur auf Aufforderung durchzuführen. Das heißt, dass die Synchronisation der Konfiguration eben nur auf Aufforderung erfolgt. Hierfür muss man jetzt regelmäßig im Hochverfügbarkeitseinstellungen die Synchronisation anstoßen oder auf der Statusseite eben entsprechend anstoßen. Weil man das leicht auch mal vergessen kann, ist es sinnvoll, hierfür einen cronjob einzurichten. Den cronjob kann ich unter den System Settings konfigurieren und hier ist eben vorbereitet die Konfiguration eines cronjobs, der dann die Konfiguration regelmäßig synchronisiert. Und damit wird dann das Backup-System regelmäßig mit derselben Konfiguration versehen. Hier muss man sich überlegen, wann man das machen möchte, ob man es jede Nacht um 0 Uhr machen möchte, jeden Tag, ob man es stündlich durchführen möchte. Hängt sicherlich ein wenig davon ab, wie häufig man auch in der Konfiguration Änderungen vornimmt. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Mein Name ist Ralf Spenneberg. Wenn noch Fragen auftreten sollten zu diesem Thema oder Sie Unterstützung oder Beratung wünschen, können Sie uns gerne unter der angegebenen E-Mail-Adresse kontaktieren. Auch bei allen anderen Fragen rund um OpenSense bezüglich Unterstützung oder Support können Sie uns gerne unter der entsprechenden E-Mail-Adresse kontaktieren. Besten Dank und auf Wiedersehen.